Hallöchen Leute, da sind wir wieder zurück bei Okami. Im letzten Part haben wir den Agatha-Wald wieder zum Leben erweckt, mehr oder weniger. Und haben ein Wächtersprössling gefunden und haben auch sind auch noch einen komischen Typen begegnet namens Waka. Mal schauen, was es mit ihm auf sich hat. Er hat uns ja sehr schnell in einen kleinen Kampf verwickelt. Naja, den wir mehr oder weniger gut über die Bühne gebracht haben. Ich muss mein Mikrofon nochmal verschieben. So, ich glaube, jetzt steht es besser. Und ja, wir schauen uns einfach mal ein bisschen hier um. Ein komplett neues Gebiet. Es gibt viele Dinge zu erleben. Ich mache die Kamera so, da sehe ich immer ein bisschen mehr. Vor allem in dem neuen Gebiet sehr ratsam. So, da haben wir zum Beispiel eine Schatztruhe, die herauslugt aus dem Boden. Zack. Und erhalten Stahlseelensake. Sake aus dem Geist des Stahls. Erhöht zeitweise die Verteidigung. Sehr schön, so hier haben wir diese komischen Knospen, wo immer irgendwas drin ist. Manchmal sind auch irgendwelche Gegenstände drin. Ja, genau sowas. Erhalten Korallenfragment, aber ich glaube, das hatten wir schon. Aus dem Drachenpalast. Da drüben haben wir auch noch was. Hier gibt es hier sehr, sehr oft diese Dinger. Und früher wusste ich immer nie, wie man die aufmacht. Und da haben wir auch noch einen Sacke. Stahlfaustsacke. Sacke aus dem Geist des Stahls. Erhöht zeitweise Angriffe. Ja, wir haben einmal den Sacke und einmal den Sacke. Drüben ist jemand. Na, na, na. Hier haben wir noch ein Monster-Tor. Gibt es natürlich auch noch. Es ist leider noch nicht alles zu 100% fluchfrei. Deswegen müssen wir noch ein bisschen nachhelfen hier und da. Erhalten Tintenstein. Unbegrenzte Reserven. Zeitweise unbegrenzte Tinte. Was auch sehr praktisch sein kann. So haben wir noch so ein Tor. Können wir gleich mal unsere neue Waffe ausprobieren, die wir im letzten Part auch bekommen haben. Vögel die Flügel abschneiden direkt. Ja, die Waffe ist tatsächlich sehr, sehr langsam, aber ich mag sie irgendwie. Also, zack, zack. Irgendwie machen die überhaupt nichts, habe ich gerade das Gefühl. Manchmal klemmen die sich so an deinen Rücken dran. Zack. Ja, genau so, und dann kann man die zerschneiden. Was Instant Kill ist. Einsammeln. Ich glaube auch, wenn man die länger mal angreift und ein Kombo hat, desto. Oh, kannst du so machen. Okay. Dann erhöht sich die Göttlichkeitsstufe. Nein, der ist weg. Nein. Well. Anmalen. Aber wenn man diese Waffen richtig aufwertet, sind die eigentlich schon recht gut, muss man sagen. Und dann gibt's, es gibt ja auch später noch bessere, aber irgendwie, ich mag diese kleinen Ketten immer am liebsten. Vor allem, weil man damit so unendlich viele Kombos machen kann. Gut. Zerschneiden. Hopp. Okay, das mit dem Zerschneiden hat nicht wirklich geklappt, aber egal. Was das? Das war's. Und es war sogar recht guter Schaden und ja, recht gute Zeit. Und es ist eine große Walnuss aufgetaucht. Und kleine, ich glaube, es sind Affen. Ja, es sind Affen. Hallo, die kleinen Äffchen. So. Das sind die Samen. Sie fassen Samen. Und ja, wir haben ja im letzten Part schon bei der Animation bei Waka gesehen, dass unser wunderschöner Bär wieder aufgetaucht ist. Und dem können wir dann die Walnuss geben, aber das mache ich ein andermal. Wir könnten es auch jetzt versuchen. Ist nur ein bisschen aufwendig. Upsala. Nur ich weiß nicht mal, welche Richtung ich gehen müsste. Ich glaube, wir müssen wieder irgendwo. Wir müssen da hinten hin. Was sehr lange dauern kann. So, was ist das denn? Ein Bogenschütze? Karude. Nun, das ist mal was, was man auch nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Ein weißer Wolf. Du siehst genau wie Shiranui aus. Früher gab es viele Tiere hier im Agatha-Wald. Aber sie sind verschwunden, als immer ein Monster kam. Oh, hör mich an. Jetzt ist zwar keine gute Zeit zum Reden. Doch, ich will reden. Oh, Entschuldigung.
Das wollte ich nicht machen. Tut mir leid. Ich frage mich, was passiert ist. Ich nehme mal nicht an, dass du meinen Sohn im Wald getroffen hast, oder? Der Nala-Fluss hatte neulich Hochwasser wegen dem Sturm, weißt du? Welcher Sturm? Die Brücke zum Dorf Kursau wurde komplett weggespült. Ich habe meinen Sohn gebeten, eine neue Brücke zu bauen. Aber er ist so beschäftigt mit seinem Hund, dass er einfach nicht dazu kommt, anzufangen. Okay, also müssen wir seinen Sohn finden. Der Hund meines Sohnes, den er so liebt, heißt Ume. Ich habe ihn vor langer Zeit verletzt im Wald gefunden. Mein Sohn hat ihn wieder gesund gepflegt. Deshalb versucht er, ihn immer zu beschützen. Er ist so ein Weichei geworden, dass er überhaupt keinen Sinn mehr für ein Abenteuer hat. Aber wenn ein Mann im Wald lebt, dann gibt es Dinge, die ein Mann tun muss. Darum bestehe ich so sehr darauf, dass er eine neue Brücke baut. Ich bin sicher, dass er das kann. Ich muss ihm einfach nur Vertrauen und Geduld haben. Okay, also seinen Sohn müssen wir finden. Wohin geht's da? Hito Chio, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo es dahin geht. Wir werden es noch herausfinden. Wieder ein Händler. Was für ein Mist. Tief im Agatha-Wald gibt es einen großen Fluss, den man Nara-Fluss nennt. Die Brücke über ihn wurde neulich bei einem Sturm zerstört. Deshalb bekomme ich keine neuen Vorräte. Glücklicherweise habe ich noch recht große Reserven. Deshalb kann ich weiterhin verkaufen. Guck dir ruhig alles an. Ja. Ja, wir kaufen ein. Wir können auch wieder ein bisschen was verkaufen. Zum Beispiel das Korallending. Und ansonsten, blub, hier gibt's nichts. Kaufen. Goldstaub. Ich will Goldstaub haben. Zack. Ich kaufe es einfach nochmal. Es kann nicht schaden, es kann nicht schaden. So, weil der Goldstaub ist nämlich sehr, sehr nützlich. Da haben wir ihn. Pulver aus goldener Erde verbessert Waffen. So, ich möchte bitte diese Waffe verbessern. Jetzt sieht man, dass rechts bei Haupt es leuchtet. So, das andere heben wir uns auf. Und ja, wir schauen uns noch ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob die Waffe da einfach nur stärker ist oder was jetzt diese Verbesserungen genau bringt. Ich glaube, oben war so eine kleine Quelle. Ja, genau. Ha, so schön idyllisch hier. Sehr, sehr schön. Ach, Hitoshio. Ja, haut hin. Hitoshio-Quelle. Wow, das Wasser ist kristallklar. Fast schon ein nobler Name, aber vielleicht doch nicht so weit hergeholt. Ich weiß nicht, was heißt. Hier ist er nochmal. Hitoshio. Keine Ahnung, vielleicht müsste man es mal raussuchen. So gut, mein Japanisch kennt es doch nicht. Ich konnte zumindest fast lesen. Okay, kann ich nicht graben. Jump. Ist hier irgendwas hinter dem Baum? Ich glaube nicht. Wirklich? Oh, hier ist ein Reh. Ganz viele Rehe. Was ist denn die? Grünfutter bestimmt. Oder Hirsche. Ich glaube, es waren Hirsche sogar. Gib mir euer Glück. Und ich mache mal wieder hier ein bisschen Sunlight. So, zack. So, das Pferd, das machen wir erstmal kaputt. Und wir können ja mal hier reingehen. Haben wir gesehen, hier geht's rein. Mal schauen, was es da gibt. Ich glaube, es war nur eine... Oh nein, es ist ein verfluchtes Grasfeld. Einfach drüber malen, random. Und es ist wieder so ein komisches Ding. Ich glaube, Isun erklärt uns jetzt, was wir damit machen können. Oder? Oder doch nicht. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. So, zack. Mal schauen, was hier drin ist. Erhalten Räuchergefäß. Brenner extra dafür gemacht, das feinste Aroma zu verbreiten. Und so, ich glaube, mehr gab es hier nicht. Aber ich finde auch die Spiegelung hier so. Sieht vielleicht im Emulator nicht so schön aus, aber solche kleinen Details sind sehr, 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 sehr toll. Muss ich sagen. Wir werden erstmal fast ersoffen. Ich glaube, hier geht es wieder zurück zum Shinshu-Feld. Zum Shinshu-Feld. Ja, ist, glaube ich, so eine Abkürzung. Wir können mal kurz durchgehen, damit wir uns zumindest freigeschalten haben.
glaube, das gibt es auch des Öfteren, solche komischen Abkürzungen zwischen verschiedenen Gebieten. Was auch später sehr nützlich sein wird. So, worum wir jetzt sind? Quatsch, das da. Ah, wir sind da oben. Wir würden dann hier runterkommen. Hier, das können wir noch nicht aufgraben. Gibt es sonst noch irgendwas hier zu entdecken? Geht's vielleicht noch lang? Nein, gibt es nicht. Das ist eine wunderschöne Alpha-Wand. Und wie gesagt, ist eine kleine Abkürzung, dass man nicht immer den Wasserweg lang schwimmen muss, was sehr nervig ist mit den Rosenblättern. Einmal geht das aber, wenn man das öfteren machen muss, ist es nicht so angenehm. So, es gibt ja noch einiges zu entdecken hier. Und vor allen Dingen den einen Händler will ich noch finden. Wofür wir unsere ganzen komischen Zähne gekauft haben. Geh runter, Amy. Hui. Der Zaun ist übrigens sehr riesig. Fällt mir gerade mal auf. Also bei dem Händler waren wir hier schon. Und hier geht es, glaube ich, noch weiter hoch. Oder hier geht es, glaube ich, zurück sogar. Na, gibt es hier irgendwas an Schatztrüchen? Nein, ich glaube, hier geht es nur zurück. Dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter ringsherum um und dann nochmal die Mitte des Sees. So, ah, das sitzt da, ja. Hier geht's. Hier steht, glaube ich, zum Shinju-Feld. Ja. Hier steht irgendeine Höhle und irgendein. Sieht aus wie das Zeichen ist hoch. Ah, Taka-Ebene. Geradeaus zu den Zuckerruinen und dann zur Taka-Ebene. Aber ich wollte zu diesem Händler hier, neben ihm steht eine Schatztruhe. Mit einer Schriftrolle. Kampftipps. Schriftrolle hält nützliche Informationen, ja, wie immer. Kiba. Passt sogar, bei Kiba heißt Reißzahn. Oh, wie lustig. Ich habe noch nie zuvor einen weißen Wolf gesehen. Wie lautet dein Name? Was? Komm schon, sag mir deinen Namen. Du magst vielleicht ein Wolf sein, aber die gesellschaftlichen Formen müssen noch gewahrt bleiben. Ich heiße Isu. Und dieses Fake-Nolli heißt Amaterasu. Das ist aber ganz schön lang. Wie wäre es mit Kreide? Was, ist es okay? Was mich betrifft, ich bin der berüchtigte Zahnhändler. Ja, ich bin der große Kiba. Der große Zahnhändler Kiba. Nun dann, Kreide. Achso, er hat den Hund Kreide genannt, weil er weiß ist. Du weißt über die Überbleibsel der Monster Bescheid, stimmst? Du weißt, was du bekommst, wenn der Monster besiegst. Ich spreche von Dämonenzähnen. Ja, davon haben wir ja genug gesammelt schon. Dämonenzähne. Alles, was du machen musst, ist dem Monster das Fell abzuziehen, damit sie einen Dämonenzahn fallen lassen, bevor sie verschwinden. Die Adligen lieben das Symbol ihrer Macht. Sie bezahlen jeden Preis. Also dann, Kreide. Hast du solche bei dir? Nee, natürlich verlange ich nicht, dass du sie mir umsonst gibst. Ich, der große Kiba, habe Schätze überall aus Nippon gesammelt. Wir können tauschen. Ja, ich möchte gerne mal gucken, was man zu tauschen kann. Reiseglücksbringer, göttliches Amulett, goldener Pfirsich, füllt einmal komplett. Dämonen, spende Geld, umschlafen in der Wundenhalt, Glückskatze. Ja, ich hätte gerne die Glückskatze. Ansonsten ist alles nicht so wirklich nützlich. Ja, Dämonenrollen fern, die weiche ich ja meist eh aus. Spende Geld, um im Schlaf in der Wundenhalt. Ja, auch nicht so zwingend nötig. Ich hätte gerne die Glückskatze. Es gibt, glaube ich, später noch andere Dinge. Wir müssen noch ein bisschen sparen. Deswegen meine ich auch, diese Zähne sind sehr, sehr wichtig. Na, hier geht's auch nochmal. Drehe. Alles füttern. Damit wir ganz viel Glück bekommen. Ich überlege ja schon mal, jetzt einen zweiten Wagen zu kaufen. Wie viel kostet denn der? Wie viel Glück kostet der? 150. Na, haben wir ja fast. Nein, das war falsch. Nicht 150. 300. Obwohl ich, wie gesagt, nicht weiß, ob wir den brauchen. Und man kann ihn ja auch wieder auffüllen, wenn er leer ist. Hier sind noch mehr Rehe. Alle für Don, alle für Don. Noms, noms, noms.
So, können wir mal gucken, unserem wunderschönen Glossar. Ja, Logbuch brauchen wir eigentlich nicht. Er hat aber einen Sohn, den Sohn müssen wir noch finden. Reiseführer, ja, da wollte ich jetzt nicht reingucken. Bestiarium, da wollte ich reingucken. Hier haben wir Waka. Dieser mysteriöse Charakter wird manchmal als Tau-Meister dargestellt, manchmal als loyaler Jünger. Auf jeder Darstellung trägt er immer sein Schwert Pillow Talk, wo es so Pillow Talk heißt. Jenes Schwert, das er sogar gegen Amaterasu erhoben hat. Dieser Kampf wurde dadurch gewonnen, dass jedes von Wakas geworfenen Schwertern runtergeschlagen wurde. Okay, und eine Tierliste. Was haben wir denn neu? Rehe und Hirsche sind's. Diese Tiere essen Grünfutter. Die Männchen tragen Geweihe. Hätte ich ja nicht gewusst. So, ja. Die Bärenstatue und das Räuchergefäß. So, die Mondstatue. Was macht's? Was macht er denn hier? Hallo? Susato? Hm? Nicht du schon wieder, Bello. Warum musst du mir mal folgen? Ich bin beschäftigt, mit einer neuen meine neue Geheimtechnik zu üben. Weißt du, in der Taka-Ebene, hinter diesem Wald, lebt ein schreckliches Ungeheuer. Es ist unter dem Namen Rot irgendetwas bekannt. Und es gibt Gerüchte, die besagen, dass es 100 Anhänger hat. Was meinst du mit Rot irgendwas? Der Name ist mir halt entfallen, das ist alles. Ist ja auch egal, ich muss die Taka-Ebene von diesem schrecklichen Monster erlösen, bevor es noch irgendwen verletzt. Aber zuerst muss ich noch meine ultimative Geheimtechnik üben. Und außerdem ist die Brücke zur Taka-Ebene kaputt. Also warum sich beeilen? Aber hab keine Angst. Wenn ich diese Technik gemeistert habe, dann werde ich weiterreisen und die Bestie erschlagen. Selbst wenn ich durch die tosenden Fluten schwimmen muss. Und jetzt lass mich in Ruhe, du Töne. Ich muss hier ernsthaft trainieren. Okay, hat kein Dreieck über den Kopf, also können wir einfach weitergehen. Da geht es zu der Höhle. Zu der Zuta-Höhle. Zucker? Zuta. Zuta. Habe ich doch richtig gelesen. Zumindest die Katakana kann ich lesen. Die kann ich leider noch nicht. Zumindest nicht alle. So, noch mehr Rehe. Hier gibt es sehr viele Rehe. Obwohl die in der Animation immer nur die Hirsche zeigen mit den Geweihen. Da geht es anscheinend rein in die Höhle. Ich glaube, da kommen wir jetzt noch nicht rein. Zack. Erhalten, Waffen verbessern. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Vielleicht lese ich mir das mal in Ruhe durch oder so. Oder wie irgendwann mal. Aber jetzt ist es eigentlich nicht nötig. Aber nötig ist es, dieses Tor hier zu entfernen. Zack. Muss man wieder angreifen. Manchmal ist die Zielerfassung nicht gerade die beste. Nein. I want this. Oh. Wir können auf jeden Fall sehr viel Damage. Wieso klappt das nicht? Willst du mich verarschen? Du sollst keine Blumen zeichnen, du sollst. So, nein, du bleibst hier. Also, vielleicht 2 Göttlichkeitsstufen entfernt. Nein. Dafür musst du jetzt blind sein. Aber den Viecher macht es. Hätte extrem viel Schaden. Und zack. Wieso klappt das nicht? Nee. I want Dämonenzähne. Wow, das war sogar ein richtig guter Kampf. Und ein bisschen Natur kehrt zurück. Und kleine Vöglein zwitschern. Ihr Vöglein, ihr wollt bestimmt Samen essen. Piep, 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 kleine Vögelchen. Ganz Susanne da im Hintergrund. So, aber ich denke mal dann. Oh, da oben will ich noch hin. Da will ich hin. Hier sind auch noch Hirsche, die füttern wir auch noch. Komm, jetzt haben wir kein Grünfutter mehr. Wir müssen gleich nochmal einkaufen gehen oder irgendwann. Innerhalb der nächsten paar Parts, wenn wir nicht irgendwie Grünfutter noch finden sollten, eigentlich wegschieben. Ich
können wir nochmal da oben das aufsprengen und dann sind wir eigentlich fast einmal komplett durch. Und so haben wir auch wieder recht viel geschafft. Oh, da ist ein rotes Schatztrüchen versteckt. Da. Man muss schon manchmal sehr genau hingucken, dass man das sieht. Und eine verstreute Perle. Sehr schön. Bam, bam. Jetzt kommt wieder eine schöne Bombe. Was ist hier drin? Okay. Damit können wir aber jetzt noch nicht viel anfangen mit diesen komischen Katzenstatuen. Ja, vielleicht ist das Gesicht der Statuen den gleichen Ausdruck wie ich. Leider können wir hier jetzt noch nicht viel machen und auch eine sehr lange Zeit noch nicht viel machen, tatsächlich. Weil diese Fähigkeit ist, glaube ich, eine der letzten, die wir überhaupt lernen. Also müssen wir uns das wohl übel merken. Oder ihr müsst euch das merken und mir dann später sagen: Hey, Franzi, da war noch etwas. Oh, da ist ein Haus. Oh, da können wir im nächsten Part rein. Ich bin jetzt noch das hier. Entfluchen. Und es hat nicht gereicht. Manchmal, wenn man zu wenig drauf malt, dann funktioniert das nicht. Aber jetzt geht's. Yay, kleine Hasis. Wir haben mit auf jeden Fall sehr, sehr vielen Tieren geholfen. Das steht definitiv fest. Und so, oh, ich habe ein Grünfutter mehr. No! Ah, da drüben ist er. Jetzt haben wir noch zwei dieser komischen Dinger. Die machen wir auch noch auf. So viel Zeit muss sein. Exorzismus S. Ja, diese Exorzismus-Dinger sind später noch sehr wichtig, hab ich gemerkt. Aber gerade bei Buck haben wir ja auch eins benutzt, nur noch eine Holzbär. Holzbärenstatue. So, das war's aber, denke ich mal, für diesen Part. Im nächsten Part werden wir erstmal den Sohn versuchen zu finden. Und auch das Haus betreten. Und ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao.